Und auf geht's über die Kullerhügel. Willkommen zurück zum nächsten Part. Und erstmal schauen, wo wir uns denn hier befinden. Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Denn ich habe ja immer so das Problem, dass ich sämtliche Spiele, wo ich mal gespielt habe, irgendwie komplett vergesse. Gut, ich habe jetzt nicht alles vergessen, denn ansonsten hätten wir bisher nicht alles gefunden. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann soweit sein, dass ich irgendwas vergessen werde. Aber nicht böse sein, ich werde es auf jeden Fall nachholen. Versprochen. Über die Kullerhügel. Das ist ein sehr, sehr gutes Level, finde ich. Es ist auch irgendwie sehr groß. Also finde ich, oh nein, wir hätten hier Mario gebraucht. Oh je, oh je. Das ist auch eine ganze Neuerung in diesem Spiel. Denn es gibt manchmal Schalter in Leveln, die lassen sich tatsächlich nur mit dem Charakter auslösen, ja, dessen Schalter abgebildet ist. In dem Fall Mario. Okay, dann müssen wir das auf jeden Fall mit Mario nochmal machen. Das steht schon mal fest. So, und da oben ist eine Shine. Yeah. Ich glaube sogar, dass sich bei diesen Schaltern immer ein Stempel befindet. Also denke ich jetzt mal. Aber wir werden es ja gleich sowieso nachher testen und schauen, was es sich denn mit dem Schalter auf sich hat. Weil der sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? So mit so einem M drauf, ja. Es gibt auch welche natürlich für Peach, für Luigi und natürlich für Toad. Ich kann es ja mal demonstrieren. Also wenn ich da drauf springe, passiert einfach gar nichts. Ja. Und ich glaube, ich kann während des Levels meinen Charakter gar nicht wechseln. Also das wäre mir jetzt neu, wenn ich das könnte. Aber ich kann es, glaube ich, nicht. So, was gibt's da oben? Ja, hier gibt es, glaube ich, nur ein paar Münzen. Und halt so eine Art Abkürzung. Aber gut, wir wollen ja nicht machen. Wir wollen uns ja das komplette Level anschauen. Dafür ist dieses Let's Play ja gedacht. So, oh Gott. Jetzt muss ich erstmal hier alles beseitigen. Erstmal alle beseitigen, wo sie hier rumschleichen. So, ihr zwei auch weg. Und du, dicke Maus, auch weg. Oh Gott. Schnell. Rote Münzen einsammeln. Yeah. Dafür gab es wieder nur eine Katzenglocke. Schade, dass es hier keine One-Ups gibt für das Beenden, ja, wie soll man sagen, für das Beenden dieser kleinen Challenge. Aber gut, damit kann ich leben. Was mache ich jetzt mit dem Baseball hier? Ja, sieht gut aus, oder? Aber gut, den Baseball brauche ich in dem Fall nicht. Aber hier ist ein One-Up, okay. Der Baseball ist eigentlich nur dafür gedacht, dass man Gegner besiegen kann. Nur dafür ist er eigentlich gut. So, was ist hier vorne? Eine Münze, okay. Wieder nur Münzen spawnen ohne Ende. Ah, da habe ich eigentlich vergessen. Ich will meinen Applaus haben. Bitte. Gib mir den Applaus. Ja, ich habe ihn gekriegt. Oh Gott, lauter Goombas. Oh Gott. Aber die kann man wegpusten. Finde ich extrem witzig irgendwie. Denn ich mache ja eigentlich gar nichts. Ich rede ja bloß. Aber mein Gamepad denkt die ganze Zeit, ich puste. Obwohl ich das gar nicht mache. So, verschwinde. So, wieder ein One-Up. Okay. 29 schon. Das ging ja ratzfatz eigentlich. So, dann gehen wir mal da rein. Sieht doch irgendwie extrem geil aus. Nein! Och, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Komm, Louis, nimm dein Katzenkostüm und ab nach unten. In die Finsternis und die Dunkelheit. So, was gibt's denn hier Schönes? Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall erstmal oben lang. Wenn es oben irgendwas geben sollte, dann sammeln wir das natürlich ein. Komm, eine Katzenglocke. Ja! Das ist sozusagen wieder meine Backup-Katzenglocke. Ja, aber hätte ich jetzt tatsächlich erst oben lang müssen? Oder komme ich da auch von unten hin? Schauen wir mal. Ja gut, ich komme da auf jeden Fall auch von unten hin. Aber nur mit der Katzenglocke. Ansonsten wäre ich da gar nicht hingekommen. Denn ich hätte da zu klein sein müssen. Und ich würde mich nicht treffen lassen. Ah ja, das ist auch ein sehr, sehr tolles Minispiel. Hier müssen alle Felder farbig gemacht werden. Ja, ist auch ein richtig toller Spaß. Es gibt Level, da dauert es ziemlich lang. Es gibt auch so Level wie dieses hier. Da ist es extrem kurz. Und wieso nehme ich die ganze Zeit diesen Baseball mit? So, so, so. Und geschafft! Gott sei Dank gibt es hier kein Zeitlimit. Da waren die Entwickler gnädig und haben hier kein Zeitlimit einprogrammiert. Finde ich auch eine sehr tolle Sache. Aber ich glaube in den nächsten... Ach, mit einer Stampfattacke hätte man mehr machen können. Okay. Ich vergesslicher ich. Mit einer Stampfattacke kann man mehrere Felder gleichzeitig erledigen. So, und darunter kann ich auf jeden Fall auch. Oder? Oder? Ja. Ja. Ja, jetzt, Louis, komm, jetzt lass doch los. Perfekt. Also ich glaube, hier unten befindet... Ja, genau. Hier befindet sich die dritte Shine. So, die hätten wir auch. Sehr schön. Es läuft tatsächlich immer runter und runter. Wir kommen immer besser in das Spiel rein. Finde ich aber auch extrem geil. Okay, das war's auch schon. Und dann war meine Vermutung richtig. Es liegt tatsächlich dann... an dem Mario-Schalter, dass wir den Stempel nicht bekommen haben. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht.
Aber wir probieren es gleich mal aus. Wir probieren es aus. Ich gehe dann kurz nochmal in das Level rein. Und dann machen wir das auch so. Hoho! Miau! Aber die Punktzahl finde ich immer extrem geil. 77.000 Punkte. Wahnsinn, oder? Im Multiplayer kann man ja auch die Welten auch alle durchspielen. Und da gibt es dann immer einen, also der, wo die meiste Punktzahl erreicht hat, der wird dann sozusagen zum King dieses Levels erklärt. Drücke B auf dem roten Bildschirm am Anfang eines Levels, um den Charakter zu wechseln. Alle Charaktere haben unterschiedliche Sprungfähigkeiten und Geschwindigkeiten. Probiere daher jeden Charakter aus. Das habe ich vor, liebes Nintendo-Team. Das habe ich auf jeden Fall vor. So, ich muss jetzt sowieso meinen Charakter wechseln. Denn ich brauche jetzt Mario. So, wir ändern ihn auf Mario. Und ab geht's. So, ich gehe jetzt gleich zum Schalter. Ich verliere jetzt erst gar keine Zeit. So, und genau hier erscheint der Stempel. So, wie ich es gesagt habe. So, jetzt können wir das Level einfach schnell durchrushen. Wir haben ja schon alles gefunden. Deswegen halten wir uns gar nicht hier so lange auf, sondern flitzen einfach durch mit unserem sexy Katzenkostüm. Schaut euch das an. Hey. Es sieht ja schon richtig nice aus, oder? Ja. Wer wäre gerne nicht eine Katze? Also ich schon. Ich schon, ja. Ich glaube, ich gehe bei Fasching als Katze. Schauen wir mal, ob wir so ein Mario-Katzenkostüm finden. Dann werde ich das natürlich selbstverständlich auch posten. Ja, ist klar. Denn wer möchte nicht so eine atemberaubende, sexy Katze sein wie Mario? Nein. Es sieht irgendwie falsch aus. Ich finde, die Fähigkeiten sind wirklich gut. Aber es sieht irgendwie komplett falsch aus. So ein alter Mann mit Katzenkostüm. Gut, wenn jetzt der Schnurrbart weggehen würde, okay. Wird man vielleicht denken, der ist so ein Jugendlicher oder sowas. Aber so sieht es irgendwie komplett anders aus. So komisch halt. Wie sie dann immer noch zum Schluss miauen. Ist es nicht putzig? Miau. Sehr schön. Und schon wieder ein Mario-Stempel, okay. Wir hatten bisher noch keinen Luigi-Stempel. Und auch, kein Peach. Hatten wir schon Toad? Ja. So. Gehen wir dann einfach mal. Ja, sind tatsächlich Galumbas, habe ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Zu einem kleinen Miniboss wieder. Dafür gibt es einen Stern. Den müssen wir natürlich besiegen, ansonsten geht es nicht weiter. Aber wir wechseln wieder unseren Charakter und nehmen wieder Luigi. Maxi Galumbas. Ach komm, die dürften ja nicht so schwer sein, oder? Oder müssen wir die runterhauen? Nein, müssen wir nicht. Sie sterben auch so. So, weg mit euch. Sehr schön. Und somit war es das auch. Also die Challenge hat uns jetzt, glaube ich, 15 Sekunden gekostet. Ist gar nicht so lang, oder? Aber macht richtig Spaß, doch. Doch. Finde ich eine schöne Abwechslung, wie ich schon mal gesagt habe. Einfach nur toll. Ho, ja, was ho? Wenn, dann musst du schon dreimal sagen, Luigi. Ho, ho, ho. Ist ja schon bald wieder Weihnachten. Und bald ist auch endlich März. Ah, ich freue mich auf den März, sowas von dermaßen. Denn da kommt die neue Nintendo raus. Und das wird auf jeden Fall so geil. Das wird so geil. Wer freut sich auf die Nintendo Switch? Der soll es in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall wird es ein richtig geiler Scheiß. So, wir befinden uns im nächsten Level. Wie heißt es überhaupt? Auf dem Doppelkirschberg. Genau. Die Kirsche hat nämlich auch in sich ein ganz neues Item. Dann werden wir die Kirsche essen oder aufsammeln oder wie auch immer. Dann werden aus einem Luigi zwei Luigis. Süß, oder? Ja, gibt's auch. Sollte man sich hier in diesem Level auf jeden Fall aufsparen. Am besten immer beide behalten. Denn ansonsten wird's schwierig, nämlich alles zu bekommen. Und es hat auch seinen Grund. Ja, jetzt stirbt doch. So, komme ich jetzt da überhaupt hoch? So, hier ist auf jeden Fall eine Feuerblume, aber die will ich gar nicht. Die will ich nicht. Komme ich da jetzt hoch? Ja. So, aber ich glaube, da oben war gar nichts. Nee, da war nichts. Okay, habe ich mich geirrt? Ich glaube, das war an einer anderen Stelle. So, Luigi, komm, wir müssen ungefähr gleich laufen. Denn ansonsten ist halt eben das Problem, dass wenn einer runterfliegt, fliegt meistens der andere auch runter. So, aber hier ist eine Shine. Yeah, perfekt. Und jetzt haben wir sogar drei Luigis. Also umso mehr Kirschen wir essen, umso mehr wird's geben. So, soll ich jetzt tatsächlich die... Komm, ich nehme jetzt die Feuerblume. Weil die wird mich jetzt hier das ganze Level über verfolgen. Und das wollen wir nicht. So, ich muss ihn mal kurz schnell bündeln. So, bündelt's euch. Okay. Nein, 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 nein. Passt, sind alle da? Ja. Okay. Dann ab in die Röhre. Und, ja. Okay. Diese Quacksalber sind nämlich auch ganz witzig. Denn das sind, so... Ja, wie soll man sagen? So Schießbuddies. Nein, einer ist tot.
Einer ist tot. Mist. So, wir brauchen nämlich hier. Ja, jetzt komm. Einer sollte rübergehen und ein. Och, Mann. Was heißt denn hier für Loops? Jetzt. Denn hier gibt es eine zweite Scheine. Also, wenn ich jetzt beide verloren hätte, wäre es ziemlich schlecht gewesen. Sehr schlecht. Was ist hier drin? Nochmal die Kirsche. Okay. Somit hätten wir. Okay, die Möglichkeit, in alle drei Röhren zu gehen. Jetzt versuche ich das mal, ob ich das hinkriege. So. Genau. Und. Attacke. Okay. Ja, ich brauche noch den letzten. So, okay. Perfekt. Ja, die Steuerung ist dann ein bisschen schwierig. Also, wenn man drei Luigis hat, wird es ein bisschen schwierig. Und ich hoffe nicht, dass ich jetzt vier Stück gebraucht hätte. Aber da ist nochmal eins. Da ist auf jeden Fall nochmal eine Kirsche. Ich glaube, ich brauche zum Schluss vier. Oh Gott. Mein fucking Gott. Jetzt. Okay. Ich glaube, ich brauche zum Schluss tatsächlich vier Luigis. Ich glaube, vier ist auch das Maximale, was man kriegen kann. Nein, tatsächlich nicht. Fünf? WTF? Ach so, okay, ich muss hier einen draufstellen. Einen muss ich draufstellen. Nein, nein. Okay, ich warte jetzt nochmal ab. Ich muss nämlich hier hoch. So, jetzt. Okay, hoch mit dir, denn hier ist, befindet sich der Stempel. Ich habe gar nicht gewusst, dass man fünf Stück kriegen kann. Also das hat mich jetzt irgendwie selber überfordert. Aber gut, sei es wie es sei, dann haben wir eben fünf Luigis. Denn fünf sind besser als einer, oder? So, hier sind ein paar Heimer Bros. Komm, stirb nicht. Gut. Ich brauche den Rest noch. Ich brauche den Rest noch. Kommt her. So, wir reisen mal alle durch die gleichen Röhren. Kann er nicht schaden. So, einer geht jetzt da runter. Okay, da gab es nichts. War hier oben noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Aber komme ich... Oder muss ich da in die Röhre? Ich glaube, wenn ich einen in die Röhre schmeiß, dann kommen alle anderen mit. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja, wie ich gesagt habe, ich brauche zum Schluss vier von Luigi. Denn ansonsten kommen wir nicht hier auf die Plattform. Und da oben befindet sich, glaube ich, die letzte Schein, oder? Ja, genau so ist es. Das Problem alle... Oh Gott, mir geht die Zeit aus. Das Problem allerdings nur ist, das kann ich ja noch sagen, wenn man mehrere Charaktere spielt auf einmal, dann können die einem die goldene Fahne zunichte machen. Das müsst ihr euch unbedingt merken. Denn wenn einer unten ist und einer oben, zählt wirklich tatsächlich der Score, der vom ersten erreicht wurde. Also wenn jetzt der erste Charakter von unten als erster in die Fahne springt, wird sein Score gezählt und der obere interessiert gar nicht mehr. Witzig, oder? Das hat mich schon so einige goldene Fahnen gekostet. Aber hier ist auf jeden Fall alles gut gegangen. Alles wunderbar. Und wir können auch direkt weitermachen. Aber ich freue mich so auf dieses Projekt. Ich bin richtig mit völligem, brutalem Elan dabei. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Okay, schon das zweite Castle? Okay, gut. Okay. Wenn es nicht anders geht, machen wir natürlich das zweite Castle. Bowsers Kugelwilli-Kolonne. Oh, ich glaube, das war gar nicht so cool. Ich glaube, das war nicht so cool. Nee. Zumal habe ich keinen blassen Dunst, wo sich hier der Stempel befindet. Finde ich auf jeden Fall toll, dass es nicht immer derselbe Bosskampf ist. Also das muss man sagen. Da haben sie sich wenigstens Gedanken gemacht, wie die das denn am besten managen können. Und ich finde es echt cool, dass sie nicht wirklich nur einen einzigen Bosskampf ausgewählt haben. Also ständig Bowser mit seinem seltsamen Ferrari da oder was immer das auch sein soll. Nein, sie haben sich auch was anderes überlegt. Nein, 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 nein. Oh, ich wollte das doch gar nicht. Oh, ich brauche hier ein Power-Up. Sonst kriege ich die Dinger nicht klein. Gibt es da irgendwas? Ja, eine Kanone. Eine Kanone. Die ist auch, ich glaube, neu. Denn damit können wir auch Kugelwillis in die Luft jagen. Was ich übrigens extrem geil finde. Und damit eröffnet sich auch die Möglichkeit, wenn es zum Beispiel unter Kugelwillis, wenn sich unter den Kugelwillis eine Kiste befindet, dass wir von denen, ja, ihr Häuschen kriegen. Dass wir uns selber zu einem Kugelwilli verwandeln können. Und ich darf das jetzt bloß nicht verlieren. Boah, das war knapp. Okay, das war erst die erste Schein. Da bin ich ja froh. Ich habe schon gedacht, ich habe jetzt eine vergessen irgendwo. Aber nee. So, du auch noch. Okay. Sehr schön, sehr schön. So, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, jetzt müssen wir nach unten. Du stirbst auch noch. Ja. Was ist da? Da ist die nächste Schein. Okay, okay, alles klar. Ja, aber der Bosskampf gefällt mir wirklich gut. Man muss wirklich auch hier auf alles aufpassen, dass einem ja nichts widerfährt oder man irgendwo ja wieder dagegen springt. So, da oben ist der Stempel. Da muss ich schnell hin. Komm schon, Louis. Ja, Stempel auch in der Tasche. Sehr, sehr nice. Freut mich das. Die Kanonenkugel bringt auf jeden Fall deutlich mehr als diese seltsame Feuerblume. Wir brauchen noch die Kanonenkugel bis ganz zum Schluss, denn hier hinten befindet sich die letzte Schein. Und die hätten wir auch in der Tasche. Sehr geil.
Dann können wir auch dieses Level verlassen, oder? Ja, ja. Aber es kommt natürlich noch ein Boss. Nee. Ja, ja, komm. Du kannst mir gar nichts, Kollege. So, wir müssen jetzt warten, bis er sich beruhigt hat. Oh Gott, ist der ist aber ziemlich schnell unterwegs. So, Attacke. Ich glaube, wir müssen trotzdem auf ihn draufspringen. Ich glaube schon. Ich glaube, die Kanonenkugel wird da nicht sonderlich viel bringen. Aber macht ja nichts. Dann springen wir eben auf ihn drauf, mein Gott. Hm? Wenn das der nicht anders will... Oh Gott, jetzt habe ich meine Kanone verloren. Was bin ich für ein Noob? Oh, jetzt wird er auch noch unsichtbar. Ah, ja, ungefähr so die Route einplanen. Manchmal ist es wirklich schwer, ihn zu sehen. Genauso wie jetzt in diesem Moment. Und das war's. 3 Treffer auf den Kopf reichen schon, um diesen Idiot zu besiegen. So, die Münzen sammeln wir alle ein. Gegen Gratis-Münzen kann man nicht zahlen, oder? Das ist wie, als würde man Geld auf der Straße finden. Okay, wenn ich jetzt mal 2 Euro auf der Straße finde, okay, gut, muss ich sagen, die stecke ich mir schon mal ein, aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wenn ich 300, 400 Euro finden würde auf der Straße, ich glaube, die würde ich nicht behalten. Also, auch schon als moralischen Grundsatz, denn wenn ich 300 Euro verliere, möchte ich ja auch, dass mir das jemand zurückbringt, beziehungsweise, bei uns gibt es ja einen Finderlohn, also, glaube ich, 10%. Wenn man irgendwas findet und man es abgibt, finde ich jetzt persönlich auch nicht schlecht. Also nehmen wir an, wir finden 300 Euro auf der Straße, geben das dann ab, erhalten aber dafür 30 Euro. Ist doch auch gar nicht so schlecht, oder? Ja gut, ich meine, wer sagt schon nicht Nein zu 300 Euro, ist klar. Aber so vom Gewissen her, ne, ich würde es nicht behalten. Ich würde es abgeben. Okay, das Castle wäre besiegt, die nächste Fee wäre befreit und sie erbaut uns, glaube ich, den nächsten Weg, oder? Erbaust du uns den nächsten Weg, Kleine? Ja? Wie die immer so winken, gell? Und auf einmal erscheint eine Röhre. Richtig unlogisch. Auf jeden Fall, da ist die nächste Röhre, die uns in die nächste Oberwelt befördert. So, gespeichert haben wir auch. So, Louis, dann gib mal Gas. Gib Gas, denn wir wollen in die nächste Welt. Schaffen wir noch ein Level? Ja. Müssten wir, glaube ich, schon noch schaffen, oder? Ich hoffe es. Oh nein, es ist eine Eiswelt. Und ich hasse Eislevel. Ich hasse sie. Oh. Ja, genau, da sagst du richtig. Oh, oh. Okay, dann gehen wir mal ins erste rein. 3-1 Schneetreiben im Winterpark. Okay, aber irgendwie freue ich mich schon drauf. Also die Schneelevel in Super Mario 3D World waren, weiß Gott, glaube ich, nicht so schwer wie sonst in Mario-Spielen. Also ich finde die schwersten oder mit einer der schwersten Schneelevel gab es in Super Mario 64. Denn ich glaube, da gab es sogar 2 von denen und das fand ich absolut nicht cool. So, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Schneemänner. Ja, komm mir bloß nicht zu nah, hey. Ah, ja. So, die Schneebälle könnten wir gebrauchen. Die nehmen wir mal lieber mit. Also zumindest eine. Denn wir können auch hier Schneemänner besiegen mit Schneebällen. Oh Gott. Oh Gott. So, okay. Mit dem Schneeball können wir natürlich ein bisschen höher springen. Und auch elegant gleiten. Und was ist hier hinten? Hier hinten ist noch was. Ja! Ein Propellerheld. Helm. Helm. Held. Was sage ich denn Held? Mann, bin ich doof. So, wie bringt der uns hoch? So, genau. Okay. Also einfach dann lange auf A bleiben. Und schon wird man nach oben befördert. Und wo ist denn hier überhaupt die erste Schein? Ach, da. Okay, sie befindet sich da drin. Ihr seid ja Schlawiner. Ihr seid ja richtige Schlawiner. Ja, ja, ja. Nein! Jetzt habe ich meinen Helm verloren. Was bin ich für ein Trottel? Ach, Luigi. Nur weil ich mit der Steuerung von Luigi in Schneewelten sowieso nicht klarkomme. Aber das ist doch kein Grund, mich jetzt hier so mental zu missbrauchen, oder Luigi? Nee, das ist absolut kein Grund. Oh, ein Tanuki-Schwanz. Ja, so sehen wir endlich mal den Tanuki. Er sieht irgendwie süß aus. Ja? Also deutlich besser als in Super Mario Bros. 3. Und unseren schönen Schlittschuh, den kriegen wir natürlich auch. Ist richtig nice. Kann man auf jeden Fall schön damit rumfahren. Man sollte, glaube ich, nirgendwo anecken oder so. Ich glaube, ansonsten verliert man den Schuh. Ich will es auch jetzt gar nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Denn ansonsten, ich glaube, ich brauche den noch. Ich glaube, ich brauche den noch. Ich will die letzte Münze haben und da ist es auch schon passiert. Tja, da ist es schon passiert. Okay. Dann eben nicht. Dann eben nicht, Luigi. Nein! Boah! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Und das war der erste Fail. Also richtig aus Dummheit. So richtig aus Dummheit. Anders kann man es gar nicht sagen, aber Gott sei Dank war ich schon beim Checkpoint. Gott sei Dank.
Denn ansonsten hätte ich mir jetzt ernsthaft die Sorgen gemacht, hey. Sonst hätte ich alles von vorne machen dürfen. Okay, aber ein Fail nehme ich hin, komm. Ein Fail gönne ich mir. Das ist erlaubt. So, was gibt's da drin? Gar nichts, oder? Nee, sieht anscheinend nicht so aus. Ist wahrscheinlich wieder nur so zur Dekoration. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So. Okay, sehr schön. Ja, toll. Und das war's auch schon wieder. Meine Güte. Also ich bin mit dem Schlittschuh wirklich sehr... ja. Wie soll ich sagen? Der Schlittschuh ist nicht so mein Spezialgebiet, aber den Tanuki nehme ich gerne mit. Dankeschön. So, wieso haben wir noch keine zweite Schein gefunden? Was soll denn das? Was soll das, Luigi? Schau dich ein bisschen besser um, Mann. So, jetzt mache ich aber nicht den gleichen Fehler wie eben. Ich springe lieber in die Richtung. So, da hinten ist auf jeden Fall der Stempel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt muss ich den Hasen fangen. Ja, und natürlich... Oh Gott. Serious? Ja, wenn ich eine Katze hätte, wäre das natürlich ein bisschen einfacher. So, wo ist der Hase? Komm her, Hase. Och Mann, ist der schnell. Der hat auf jeden Fall die zweite Schein im Gepäck. So, wie mache ich denn das jetzt hier so? So, komm schon, komm schon, komm schon. Luigi, nimm mal ein bisschen Geschwindigkeit auf, Mensch. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Das ist richtig schwere Geburt jetzt hier gerade. Aber ich hoffe, wir schaffen es doch. Komm schon. Ja, ich habe ihn erwischt. Gott sei Dank. Oh mein. Das war jetzt echt hässlich, wie er das gesagt hat, oder? Oh mein. Hier sollte ich, glaube ich, aufpassen. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Deswegen mag ich diese Eislevel überhaupt nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt alle. Ich mag diese Eislevel nicht und das wird auch immer so bleiben. Ah, da oben ist die dritte Schein. Ja, wie komme ich da hin? Ein Katzenkostüm habe ich leider nicht. Komm schon, Louis. Ach Gott. Fucking serious? Okay, aber wie komme ich jetzt da hin? Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich brauche hier echt ein Katzenkostüm. Ich glaube, ansonsten werde ich da nicht reinkommen. Oder ich schaff's direkt mit einem Bandsprung. Ja, geschafft. Uhuhu, ich hab's doch noch geschafft. So, Louis, jetzt ab mit dir rein. Und da ist auch schon das Ziel. Wir haben es schon geschafft. Yeah. Ah, Eis, Eis, Eis und hui. Und die goldene Fahnenspitze für uns. Hoho. Und damit sage ich auch hoho. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Part von Super Mario 3D World. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis bald.